Cool, ne? Dann tun wir jetzt alle eure Sachen rein. Wow. Ja. Was ist das? Glitzerstempels. Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Oh mein Gott, ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Ich gehe mal raus. Wir sind heute wieder an unserem Grundstück. Oh, voll dunkel. An unserem Waldgrundstück. Bald können wir die Walnüsse ernten, oder? Ja. Wir sind hier wieder oben. Oh, es ist so schön. Es ist richtig sonnig und frisch. Hier sind es jetzt 19 Grad, aber total schön. In Funchal waren es 25 Grad. Nochmal ganz kurz. Dieses Grundstück ist nicht für uns. Wir ziehen nicht um. Ja klar, wir werden das auch mal besuchen, das Häuschen hier, aber es dient eher als Ferienanlage. Was jetzt heute der Fall ist, ihr könnt diese Treppe sehen, ich habe es auf Instagram schon erzählt, uns wurde dieses Stückchen Land da oben angeboten. Das schauen wir uns einfach mal zusammen an. Ich dachte, ich nehme die Kamera mit. Eventuell kann man das dazu kaufen, damit man da oben vielleicht noch irgendwie Spielplatz machen kann für die Kinder oder auch für die Gäste, wenn die mit Kindern kommen, dass sie da oben noch eine Area haben. Wir schauen einfach mal. Genau. Was man daraus machen könnte. Ich muss dazu sagen, da kann man nichts bauen. Genau. Also nicht mal eine Hütte, also nicht mal so eine Steinhütte, aus Stein gar nichts. Nichts. Das ist einfach Landwirtschaft. Aus Holz kann man so was Kleines hinstellen. Genau, deswegen ist das nur interessant für Garten. Anbauen. Spielen. Spielplatz. Spielen, Grillen. Einzäunen, genau. Lagerfeuer im Sommer. Vielleicht Zelten kann man da, weil hier komplett Hang ist. Dann ist da drüben quasi schon flach, ihr werdet das sehen. Kann man es quasi sofort nutzen und hier, wenn man da Garten machen möchte, wird das richtig teuer, wenn man da quasi aufschüttet, ne? Wenn man das da alles platt macht. Das hier ist ein öffentlicher Weg, weil auch andere hier langlaufen. Und der wird auch nicht weggemacht. Nein, das bleibt so. Das bleibt hier alles so. Ja, hier ist eine Straße zwischen, aber hier fahren keine Autos. Ganz, ganz, ganz selten. Und die Kinder würden auch nicht ohne uns hier hochlaufen. Ja, wenn die älter sind, dann ist es kein Problem. Aber wir werden das natürlich auch alles absturzsicher machen. Guck mal, jetzt alleine schon hier der Blick, wie schön das aussieht. Also, ne, da unten wird dann das Haus stehen, die Holzhütte, das Wohnhaus da unten, genau. Mit Blick aufs Tal. Der Stein ist noch nicht entschieden. Ja, wir wissen noch nicht, aus welchem Material, aber es soll auf jeden Fall urig werden, in gemütlich. So, ich glaube, es sind 700 Quadratmeter, die uns hier angeboten werden. Es ist diese zwei Plattformen. Hier wurde schon ein bisschen der Hang gesichert. Hä? Ja, irgendjemand hat die Hühner. Hier sind immer ganz viele Eidechsen. Das ist die erste Plattform. Das ist mega hier mit der Treppe hier so eingearbeitet. Ja, da muss man nicht. Da ist die Hütte, die Palero. Paleros. Diese zwei Ebenen sind das. Die und die über dir, ne? Und die über mir. Mega, oder? Das Gras ist hier. Die sind schon glatt und gerade. Plattform, die Plattform. Das alles. Also, wie gesagt, das vorne muss man abzäunen, ne? Dass die Kinder da nicht. Diese Gartenhütte, was er meinte, die ist voll mit Maracuja bewachsen. Klasse, oder? Hier müssen wir einmal mal mit dem Rasenmäher rüber. Hier ist es halt. Wie schön das ist. Hier kann man wirklich. Stell mal vor, hier sitzt du, da machst du dein Lagerfeuer, die Kartoffeln da rein in die Glut. Lagerfeuer, dann kannst du ja einfach so genießen. Okay, dann müssen wir gucken, dann darf der Zaun nicht zu hoch sein. Auch wenn er ein bisschen höher ist, das wird nichts ausmachen, Locken. Ja, hier könnte man auf jeden Fall so ein richtig schönes Lagerfeuer machen, so Bänke drum und dann einfach chillen. Man könnte chillen. Nur eins einzäunen, da wo auch Spielplatz ist, wo die quasi Sachen ist, dass da nicht alle Touristen oder irgendwer hier da reingehen, sage ich mal. Oder klaut. Genau, muss ja so ein bisschen absperren. Aber hier kann man ja auch offen gestalten, dass man hier wirklich so macht, so irgendwas anderes. So ein bisschen sitzen, Lagerfeuerecke, dass du hier so einen freien Blick hast. Gehört das auch noch dazu? Ich glaube schon, aber die Pläne kriegen wir ja nicht. Aber es sind 700 Quadratmeter, das ist auf jeden Fall noch bis da hinten hin. Ja, bis um die Ecke, da das Häuschen auch noch. Der ganze Busch da hinten. Oha, da hat man hier viel zu tun. Man könnte echt Gemüse und Obst anbauen für die Kinder und aber auch für die Gäste. Das sieht aus wie Wein. Wein, ja. Wenn du mal auf den Hund triffst, dann bist du die Erste, die jetzt darunter leiden muss. Hm. Los, geh. Hier, da ist schon mal ein Kühlschrank. Also nein, Strom haben die nicht. Ich glaube, die sammeln hier Wasser. Guck mal, hier ist so eine Leitung, hat er uns erzählt, ja. Da ist irgendwie von, Bergwasser wird hier runtergeleitet. Hier rein in den Tank. Oh, guck mal, die Holz. Das ist keine Holz, das ist diese typische Palero. Wie schön das aussieht mit dieser Holzhütte. Die muss stehen bleiben. Voll. Muss man aufhübschen.
Oh mein Gott, wie schön das aussieht. Oh, schöne Blumen. Ich habe Angst, dass der Hund hier rauskommt. Irgendwo war ja der Hund, sagst du, ne? Mhm. Guck mal, das ist eine Maracuja-Blume. Schau mal, wie schön. Ja. Und wo sind die Früchte? Die wachsen dann später, oder was? Ach. Hier! Oh mein Gott! Die kaufen wir voll teuer. Also Bananen-Maracuja. Genau. Das die sind drauf. Richtig teuer, guck mal. Geil. Die Hütte, da können wir jetzt nicht rein, aber das kann man auf jeden Fall nutzen für Gartengeräte oder... Guck mal, die liegen alle auf dem Boden hier. Oh, ich nehme ein paar mit. Das darfst du nicht. Auf den Boden. Da geht's auch noch hoch. Guck mal, alles voll mit Maracuja. Ja, ne? Für die Kinder auch. Das ist einfach auf Stein gestapelt, so ein Häuschen. Ganz ehrlich, da muss eine Spielhütte rausgemacht werden. Wie schön, wenn die Kinder unter Maracuja-Baum spielen. Hammer. Einfach Maracuja-Baum. Guck mal, wie das wächst. Das ist voll interessant. Alex liebt Pflanzen. Und guck mal, es wächst wahrscheinlich das ganze Jahr dann über oder was, weil die sind schon gewachsen und es kommen immer wieder neue Blumen nach. Hier ist auf jeden Fall alles voll. Heute Morgen ist es hier nass, aber die Kinder haben Gummistiefel. Das ist doch nicht schlimm hier. Die Schuhe, wenn die ein bisschen nass werden. Das Problem. Hier gibt es auch Ziegen, höre ich gerade. Ja, auf jeden Fall süß mit dem Häuschen. Ich gehe mal da hoch. Das haben die doch selbst gebaut, oder? Was ist das für ein Vogel? Geht eine Treppe hoch, Isabo. Da schlägt jemand Nüsse. Da ist jemand drin. Da kratzt irgendwas. Oh mein Gott. Da ist bestimmt ein Hund drin. Da ist irgendein Tier im Schuppen und Alex... Nee. Komm, wir gehen. Wir können die ja mal anrufen und fragen, was da für ein Tier haust. Die wissen, dass wir hier sind. Alex ist so ein neugieriger Mensch. Ich fühle mich gerade richtig unwohl, hier zu stehen mit der Kamera. Da hinten macht jemand ein Feuer. Hier ist alles nur Landgrundstück. Also hier darf nichts bebaut werden. Das ist das Schöne, ne? Deswegen werden wir hier auch die Natur erhalten. Wir werden hier nichts mit Stein oder so aufschütten. Einfach nur ein bisschen mähen, ein paar Beete anlegen, noch mehr Pflanzen und alles anbauen. Alex! Was machst du? Wieso schreist du so? Wird sich erschrecken. Ja. Drei. Ich glaube, das gehört dazu, weil du kannst zu der dritten Ebene da oben, hinter dem Häuschen, kannst du nicht reingehen. Aber guck mal, das sind schon 700 Quadratmeter, die zwei Plattformen. Nein, niemals. Doch. 700, mein Schatz. Unser Grundstück, das Haus hier, ist 750 Quadratmeter, wo wir wohnen jetzt. Also, wenn man hier eine Idee hat, kann man hier richtig geile was rausmachen. Und wenn das nur solche Tipi-Zelte sind. Okay, das darf man. Wasser holen die von irgendeiner Levade auf jeden Fall. Und Strom ist auch schon hingelegt, sagt der Architekt. Ich finde das schön, dass sie die Erde hier so mit Steinen aufgefangen haben. Ist auch ein schöner Rückzugsort für die Eidechsen. Da oben ist doch die größte Plattform. Da waren wir jetzt nicht drauf. Ne? Wir sind jetzt hier direkt hoch. Schauen wir mal, was es ergibt. Ne? Übrigens, die Maracuja ist sehr köstlich. Lass dir schmecken. Danke. Alex sagt gerade, wir brauchen da oben ein Plumpsklo. Das ist voll gut. Weil man kein Hinter Abwasser hat. Genau, Plumpsklo. Und dann so ein, wie wir das in Russland hatten, so eine Außen, wie eine Kommode, Küche. Da war so eine Schüssel dran und da konntest du mit diesem, was ich in Berlin Wasser gekauft oben habe, reinmachen. So ein Wasserspender und dann kannst du die Hände waschen. Ja, wenn man mal was isst da oben, ne? Oder was dreckig. Ne? Ja, oder nach der Toilette einfach. Weil Wasser werden wir, fließend Wasser haben wir da so nicht, ne? So ein Plumpsklo mit so einem Herzfenster. Wie beim Marschall und der Bär. Gut, fahren wir? Okay. So, meine Lieben, es ist jetzt schon ein bisschen später und ich wollte gerade noch mein neues Video für euch schneiden. Und ich habe mich die Tage mal über eine Tierhaftpflichtversicherung informiert. Hier auf Madeira muss ich nochmal schauen, wie das ist. Wir haben jetzt noch die Heidi dazu bekommen und ja, wir müssen da auf jeden Fall mal schauen, was wir da machen können. Als wir hier nach Madeira umgezogen sind, hatten wir auch ganz viel wieder mit Versicherungen zu tun, weil alles für uns neu war. Wir brauchten andere Versicherungen, andere Verträge. Die haben uns da sehr geholfen. Die machen einen Bedarfscheck für euch und schauen, wo auf jeden Fall noch was benötigt wird. An manche Dinge denkt man auch einfach gar nicht. Die Clark-App ist komplett kostenlos. Ihr könnt gerne einfach mal in der Infobox schauen, da findet ihr alle Informationen dazu. Und bei Clark habt ihr über 100 Versicherungsexperten, die euch dabei helfen, die richtige Versicherung zu finden. Die schauen, wo ihr noch Bedarf habt. Ihr könnt immer über den Support online schreiben, da bekommt ihr innerhalb von einer Stunde direkt eine Antwort oder über Telefon und über E-Mail.
Und was für mich auch eines der größten Vorteile war, ihr habt keinen Papierkram mehr. Wir hatten so viele Ordner mit den ganzen Versicherungen. Ihr könnt die dort einfach hochladen und mit meinem Code ISABU bekommt ihr auch bis zu 45 Euro Gutschein von Amazon. Könnt ihr 3 Stück hochladen, bekommt ihr pro Versicherung 15 Euro gutgeschrieben. Das gilt für Deutschland und in Österreich. Wir als Familie, da ist es mir total wichtig, dass wir gut abgesichert sind. Ich glaube, wir sind schon auf einem guten Weg. Dank Clark, aber wir müssen auch noch schauen, wie gesagt, jetzt für die Heidi mal gucken, was wir da machen können mit der Hundehaftpflichtversicherung. Da muss ich mich informieren. Ich habe mich letztes Jahr da schon registriert und angemeldet. Das könnt ihr auch ganz einfach machen. Das geht super easy und schnell. Und was ich besonders cool finde, wenn ich eine Frage habe, schreibe ich es einfach in den Support rein und bekomme meistens auch schon sofort eine Antwort, ohne Wartezeit. Hat gerade geklingelt. IKEA war da und hat unseren Aufzug voll gemacht. Ich zeige euch das mal. Wir haben hier auf Madeira keinen IKEA-Store, aber man kann sich Dinge liefern lassen, die dann hier on stock sind. Das hier ist der Wickeltisch. Da kann man auch das Bild mal sehen. Der muss aufgebaut werden. Das ist die Wickelauflage. Das ist noch eine Spielmatte. Wir hatten schon eine in Blau, jetzt haben wir die nochmal in Grün. Und das ist nochmal ein Teppich. Der heißt so. Der war eigentlich für Moritz Zimmer geplant. Jetzt muss ich mal schauen, wo der hinkommt. Der weiße ist ja so dreckig. Ich lege ihn jetzt erstmal hier hin. Ich habe heute noch Windeln gekauft. Das ist hier so die beste Marke in Portugal, Dodot. Ja, unsere Lilly-Duschen sind leer gegangen. Jetzt wollte ich die gleich auch mal einsortieren. Die liegen hier unten schon bereit. Ich bin hier einfach super unzufrieden mit den Flecken. Ich glaube tatsächlich, wir werden einen neuen Teppich hier reinlegen, damit es einfach vollwertig ist. Der ist auch nicht zu groß. Und dann tun wir den Teppich nach oben ins Gästezimmer. Nächstes Mal, wenn Alex' Eltern abgereist sind, dann werden wir den Teppich ins Studio packen. Da steht dann ein großes Sofa drauf. Man sieht dann die Flecken auch nicht mehr. Ich glaube, das ist eine gute Lösung. Ja, viele von euch haben gesagt, das Bett rüber ans Fenster und den Wickeltisch auf die Seite. Manche schrieben auch den Wickeltisch ins Schlafzimmer zu uns. Aber ich weiß nicht, ob mir das gefällt, wenn ich dann jeden Morgen rübergehen muss in unser Schlafzimmer zum Wickeln. Man könnte ihn hier hinstellen oder man könnte ihn hier hinten in die Ecke stellen. Aber es ist einfach super unpraktisch. Genau, und wir haben unsere Vase hier wieder hingestellt mit dem Pampasgras. Einfach aus dem Grund, weil unten Moritz da immer dran geht. Ich habe Angst, dass ihm das auf den Kopf fällt. Aber das sieht da auch hier so schön aus. Nee, also ich finde, der Wickeltisch muss in Moritz Zimmer, einfach damit man nicht so lange Wege hat. Wie versprochen, mache ich jetzt zusammen mit euch diesen Wagen hier. Da fragen auch richtig viele nach. Bitte zeigt das. Wenn wir das einrichten, das Wegelein, erstmal das ganze Spielzeug raus. Für Spielzeug ist es echt nicht geeignet. Unsere Mäuse packen einfach alles da rein. Wenn ich sage aufräumen, dann wird einfach nur alles da reingeschmissen. Das hier hatte ich zum Beispiel für Stifte benutzt, damit sie nicht so in der Schublade rumliegen. Wir machen das zusammen. Das soll ein schöner Kreativwagen werden, wo alle Stifte, Malsachen, Kniezeug und so rein soll. Ich finde, der Rollwagen von IKEA ist einfach perfekt dazu. Den gibt es auch in anderen Farben. Ich glaube, in Blau und in Mint. Ich habe jetzt einfach ein Weiß genommen. It won't go away. I've got that feeling rushing through my body. I know that it is here to stay. It's like you're my personal Illuminati. I know that some might say that. Ich habe jetzt einiges an Kisten. Plastik kann man auch immer gut auswischen. Und ich habe auch noch größere Boxen für das Mahlzeug. Man kann natürlich auch Schuhkartons nehmen oder Aufbewahrung aus Holz. Egal wie, es geht auf jeden Fall immer irgendwie. Ich wollte noch Alex anrufen, der ist gerade mit den Kindern los, Bastelzeug holen. Deswegen, ich rufe ihn nochmal an. Ich habe vergessen zu sagen, dass er Knete holen soll. Ich kann auch Knete selber machen tatsächlich und eine Tupperdose tun. Wir haben so Glastupperdosen gekauft, also keine Tupperdose, kein Tupper-Original. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Damit die Kinder auch was davon haben. Basteln geht immer, damit kann man sich am besten beschäftigen. Und bald sind hier eine Woche Herbstferien. Kannst du Knete mitbringen und wenn du irgendwas an Bastelzeug findest, Stifte, Wassermalfarbe, Malbücher, einfach mitbringen. Stifte, Wassermalfarbe, okay. Viel Glück, bis gleich, ciao.
Nicht, dass er es vergisst. Ich musste ihn nochmal daran erinnern. Mal gucken, was er mitbringt. Dann gibt es gleich noch einen kleinen Kreativ-Bastelball. Ah, Ameise, oh mein Gott. Ich dachte, die Ameisenzeit wäre hier schon vorbei. Ich habe es als Teenie sogar schon geliebt mit solchen Aufbewahrungen. Und früher, oh mein Gott, so vor 8 Jahren, als so die ersten Beauties angefangen haben auf YouTube, hat jeder sowas auf seinen Schminktisch stehen. Da war immer das ganze Make-up drin. Aber die meistens in XXL-Ausführung. Krass, ne? Wen habe ich damals, wen ich damals richtig gerne geguckt habe? Knuffi irgendwas? Die Steffi? Wie ist die Steffi? Und die Chrissy habe ich voll gerne geschaut. Damals das erste Video war auch von der Epo Schminksammlung oder so. Ja, da hatte jeder, glaube ich, diesen IKEA-Tisch. Schwingtisch. In der Zeit, wo ich das hier mache, sind Alex Eltern unten mit dem kleinen Moritz. Und Alex hat die großen Mädels, alle Mädels, mitgenommen in den Laden, um sich auch selber Bastelzeug auszusuchen. Die wissen selber besser, was sie brauchen. Weil solche Kleinteile, das ist perfekt. Ach was, die haben unterschiedliche Dinge. So. Das dachte ich für Stifte, weil das ziemlich hoch ist. Und die Stifte kommen nach oben. Die werde ich, glaube ich, auch hier in den Tower mit einräumen, die Perlen. Knetzubehör. Das wird hier so wahrscheinlich auch reinpassen. Perfekt. Aber ich möchte das in durchsichtige Boxen machen, damit man auch sieht, was drin ist. Hier kommt jetzt erstmal die ganze Förmchen rein, da kann man es ein bisschen sehen. Alex ist zurück, er hat es mir in den Aufzug gestellt. Ich schaue jetzt mal. Ich bin gespannt. Mal sehen, was Alex mitgebracht hat. Ich kann den Aufzug mal wieder putzen. Wow, die Tüte, sagt er, ist alles voll mit Kreativzeug. Mein kurzes Update, wie es hier aktuell aussieht. Das ist jetzt alles aus den Schreibtischen von den Kleinen. Ich habe hier Wassermalfarbe, Anspitzer, verschiedene Stifte, Scheren. Klebezeug, hier noch nichts. Wachsmalstifte, Perlen und Glitzer. Hier unten ist das ganze Knetzeug, Zubehör, Förmchen, das Perlenset. Ich habe diese Kisten hier reingelegt. Von den großen passen perfekt 2 rein. Hier hat man den Vorteil, man kann noch Sachen dahinter stellen. Gibt es noch einen kleinen Spielzeug-Hall? Der Kreativ-Hall, es sind ja keine Spielzeuge. Also, oh cool. Er hat mitgenommen Glitzerformen. Wie schön sieht das denn aus? Wie cool. Ich liebe sowas. Das sieht aus, ja, das sind solche Formen. Da muss man dieses Glitzer da reindrücken, diese Masse. Das sind solche Sets, die kommen nicht da rein. Oder mal schauen. Da hat noch ein Platz. Oha, der ist auf jeden Fall fündig geworden. Dann Wassermalfarbe. Oh, das ist Wassermalfarbe. Wartet mal, sieht irgendwie nicht aus wie Wassermalfarbe. Hier fällt auch schon alles raus, sehe ich gerade. Was ist denn das? Aquarell. Aquarellfarbe hat Alex gekauft. Wie cool ist das denn? Aber eine Farbe fehlt. Mal schauen, ob ich die gleich in der Tüte finde. Dann Knete, das ist Glitzerknete. Die ist wirklich hier am beliebtesten. Oh, hier! Was mit den Glitzern in der Mitte? Die blaue in der Mitte hat die Glitzerknete. Ja, die blaue Glitzerknete. Danke! Guck mal, ich mache euch hier so einen Wagen fertig. Da sind alle volle Bastelsachen drin. Guck mal, hast du schon gesehen? Cool, ne? Da tun wir jetzt alle eure Sachen rein. Wow! Ja. Was ist das? Glitzerstempels. So, kommt schon mal gut an. You're welcome. Ich liebe den Geruch von Knete. Bitteschön. Ach, wie süß. Für Moritz hat er noch so Lätzchen mitgenommen. Zum Essen wahrscheinlich. Oder auch zum Fingermalfarbe machen. Stifte, immer gut. Die packe ich jetzt auch hier unten mit rein. Wenn man Nachschub braucht. Noch mehr Aquarellfarbe. Hier ist auch Dings drin. Ein Pinsel sehe ich gerade. Stempel! Ich habe mich so gefreut. Stempels. Das packe ich auch direkt rein. Aber er hat wirklich tolle Sachen gefunden.
Stempelset ist perfekt für Moritz. Das kann er auch schon machen. Ja, für solche Dinge war der Action immer ganz toll in Deutschland, muss man ja mal so sagen. So, man kann hier verschiedene Tiere stempeln. Man kann dann einfach tauschen. Der Griff ist ja auch perfekt, ne? Richtig gut zum Festhalten. Dann sind hier noch Wachsmaler drin. Und das ist das Stempelkissen. Das machen wir aber auch am besten nur zusammen. Weiter geht's. Dann hat er mitgenommen, ach wie süß, so kleine Bilder zum Ausmalen. Da ist das auch dann so Farbe mit drin. Das würde ich jetzt auch mal so in den Schreibtisch tun, damit die sich dran bewegen. Perfekt. Für Moritz. Ja, deswegen auch das Lätzchen. Dann kann der Moritz mitmalen. Natürlich können die anderen Mädels das auch malen. Wir haben immer schon Fingermalfarben geliebt, haben wir auch in Berlin immer schon gemacht. So toll, dass Alex das mitgebracht hat. Ja, ja, dann nochmal zwei Magnete. Da braucht man bei 3-4 Kindern immer ein bisschen mehr. Krass, eins war wirklich tatsächlich nicht vollständig, Leute. Alex baut den Wickeltisch morgen auf. Ein Lätzchen kommt schon da rein. Stelle ich hier an die Seite. Geschafft. Ich finde von Ikea diese Hängeteile noch richtig toll. Mal schauen, wo ich die finde. So sieht es jetzt hier aus. Farben, Stempelzeug und eine Knete. Und das kommt jetzt aber nicht hier ins Zimmer. Das bleibt jetzt hier nicht im Zimmer, sondern das kommt bei Moritz ins Bad. Da geht nämlich keiner rein. Wenn die malen und basteln wollen, dann sollen die mich fragen oder ich frage sie mal zwischendurch, dann kriegen die den Wagen. Weil da sind Farben drin, damit können die einfach noch nicht selbstständig malen, die Kleinen. Und jetzt machen die alles dreckig. Dann haben wir blaue Fensterrahmen, blaue Türrahmen. Deswegen kommt das jetzt gut versteckt. Aber ist ja kein Problem, dadurch, dass er Rollen hat. So, der steht jetzt hier. Perfekter Ort, wirklich. Damit da auch nichts verloren geht. Trust you and jump down. I'll keep my status quo up here. Won't let anybody come near. I'll fix it on my own. Hey, meine Lieben, es ist der nächste Tag. Und ich dachte mir, ich filme einfach noch weiter, weil ich einen XXL-Vlog für euch machen möchte. Ich weiß, dass das gut bei euch ankommt. Ihr mögt das gerne, längere Videos. Deswegen filme ich heute noch. Ich wollte heute den Wickeltisch aufbauen, das mache ich jetzt und den Teppich tauschen bei Moritz, dann nehme ich euch mit. Wickeltisch einräumen, da freue ich mich schon voll drauf. Dann wollte ich euch nochmal erzählen, was das Gespräch mit der Frauenärztin ergeben hat zum Thema Kinderwunsch, ob das aktuell möglich ist oder ja, wie es jetzt weitergeht mit den Untersuchungen. Natürlich habe ich da auch mit Alex drüber gesprochen, wie wir da so, wie wir uns das vorstellen. Das können wir gerne einfach beim Wickeltisch aufbauen machen. Dann lenke ich mich auch ein bisschen ab, dann geht es ganz schneller. Der ist richtig massiv. Oh mein Gott. Auf jeden Fall sorry, wie ich heute aussehe. Oder heute Morgen besser gesagt. Ich habe gestern nicht weitergefilmt, weil dann kam Abendessen und ich wollte die Zeit natürlich auch noch mit Alex' Eltern so ein bisschen genießen. Die reisen jetzt bald wieder ab. Bei IKEA habe ich noch so einen Überzug mitbestellt. Und zwar ist das für die Wickelauflage, die ich hier habe. Die ist aus Frottee, ganz niedlich, mit so kleinen Häschen drauf. Und das wollte ich einfach da drüber ziehen. Ich sehe gerade, dass die Sachen richtig dreckig sind. So, ich beziehe das jetzt mal schnell. So, Oma wäscht gerade Moritz im kleinen Bad. Die fahren gleich zum Strand. Ich mache das Schild einfach ab, falls jemand fragt. Vedra. Vedra heißt das, die Auflage. Damit es einfach kuschelig ist, direkt im Bezug. Ich lege trotzdem noch, glaube ich, einen Mundzug drauf. Ne? Das kennt ihr ja. Ich habe schon gewickelt. Ja? Ja. Oh, okay. Kannst du, brauchst mich wickeln. Bitte schön. Bruna!
Das wird einfach nur hinten drüber gezogen, aber finde ich ganz schön. Das sieht einfach gemütlicher aus. Werkzeugkasten. Man fängt am besten immer mit dem einfachsten an, wenn man mehrere Möbelstücke hat. So hat man mehr Motivation durchzuhalten, finde ich. Und deswegen fange ich jetzt an mit dem Lacktisch. Der soll hier mitten im Zimmer von Moritz stehen. Das soll ein Lego-Tisch werden oder so ein Tisch, wo ich dann mit Silikon oder Heißklebepistole seine Eisenbahn drauf mache, seine Holzeisenbahn. Dann kann er daran immer fahren. Wobei ich glaube, dass Duplo irgendwie interessanter ist. Was meint ihr? Schreibt mal rein, Duplo-Tisch oder Eisenbahntisch? Auf jeden Fall baue ich den jetzt erstmal auf und wir können ihn heute noch nicht fertigstellen, weil Alex braucht eine Stichsäge, die musste er erst kaufen. Und ich würde das gerne, dass er es mit Leona macht, damit sie auch mal schneiden kann. Da muss man nicht so genau schneiden, weil die Trofas-Kisten haben ja so einen Rand. Okay, dann kann ich jetzt mal gerade erzählen. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich war erneut bei meiner Frauenärztin. Ich habe die Ergebnisse nur abholen können und noch nicht mit ihr sprechen können. Hier ist das so, wenn du die Ergebnisse hast, musst du einen neuen Termin machen. Und sie wollte mich auch noch mal sehen. Und ich habe keine Harnwegsinfektion mehr. Ich habe keine Bakterien, keine Viren, nichts. Ist alles wieder normal. Aber was halt auffällt, ich habe immer noch viele weiße Blutkörperchen. Und das kann halt natürlich verschiedene Ursachen haben. Tumorerkrankung, Blutkrebs, MS, auch mit diesem Kopfhautbrennen und so. Da gibt es natürlich verschiedene Dinge, die man jetzt einfach mal ausschließen muss. Oder auch ganz einfach Stress. Wenn man Stress hat, kann man zu viele weiße Blutkörperchen produzieren. Dann ist man auch ja, geneigt dazu, öfters wahrscheinlich krank zu werden. Ich sag mal so, was uns passiert ist die letzten Monate, war natürlich auch alles nicht stressfrei. Und vielleicht liegt es daran, ich krieg die nicht reingedreht. Was ist denn los mit mir? Mit dem Fuß dreht man die dann rein. Egal was es ist, es muss gefunden und geklärt werden. Ich habe zwar keine Schmerzen durch die Nieren und so, aber ich komme mir so seltsam vor, wie ich das hier mache. Es muss ja gefunden werden, woran das liegt mit den zu wenig weißen Blutkörperchen. Ich merke das auch, dass ich blasser wirke allgemein. Meine Haut pellt, also richtig komisch. Ich habe immer noch dieses Brennen im Kopf, aber jetzt auch in den Fingern. Ich werde auf jeden Fall jetzt einen Termin machen fürs MRT, dass ich mich komplett einmal von Kopf bis Fuß durchchecken lasse. Also mir geht es gut, aber das ist halt einfach, was die ganze Zeit in meinem Kopf schwirrt, was das sein könnte. Die Ärztin meinte mit meinem Myom, das ist jetzt nicht größer geworden. Wir haben jetzt einfach regelmäßig die Termine, wir lassen das erstmal so und schauen, wenn das nicht weiter irgendwelche Beschwerden macht, dass es dann drin bleibt oder zurückgeht. Sie meinte, dass man auch mit dem Myom schwanger werden kann, dass das eigentlich nicht im Weg steht. Aber sie meinte auch, natürlich sollte man sich gut fühlen, ne? Wenn man schwanger werden möchte und einen Kinderwunsch hat oder plant, Kinder zu kriegen. Ich habe natürlich auch mit Alex drüber gesprochen und es steht noch so viel irgendwie auf unserer To-Do-Liste, dass wir gesagt haben, dass jetzt aktuell nicht der passende Zeitpunkt ist. Also es gibt nie einen passenden Zeitpunkt. Ne? Manchmal kann man das ja auch nicht planen, Zeitpunkt. Aber erstens ist Moritz noch so klein. Und wir haben gesagt, damals bei Pauline und Frieda, nie wieder so einen kurzen Abstand. Da bin ich ja nach einem halben Jahr wieder schwanger geworden. Das war super, super anstrengend. Und es sind noch so einige Dinge noch nicht geklärt. Zum Beispiel, ob wir hier in diesem Haus bleiben können. Unser Vertrag geht ja hier noch 1,5 Jahre. Und falls wir dann wieder umziehen, dann möchte ich nicht schwanger sein. Wir haben uns ja gesagt, dass wir uns wirklich die 2 Jahre Zeit geben, um zu schauen, wie es hier auf Madeira ist, wie die Kinder das annehmen, wie wir uns hier wohlfühlen. Diese 2 Jahre wollen wir uns auch wirklich geben. Und deswegen kommt da ein Kind jetzt erstmal nicht in Frage. Das Ding ist halt, es kann immer was passieren, weil ich nicht hormonell verhüte. Wir sind natürlich rücksichtsvoll und vorsichtig, aber wenn, dann ist es so. Ne? Also dann bekomme ich dieses Kind natürlich auch. Ich meine, bei Moritz ist das ja auch so passiert. Ich habe ja da mit Temperaturmessung und mit Kalender gearbeitet und das meinte mein Kalender, keine Chance, schwanger zu werden. 3 Tage nach dem Eisprung und dann kam halt Moritz. Ne? Es hat doch noch so eine Zwischenplatte, muss ich die eigentlich einbauen?
Eigentlich ja nicht, ne? Die Zwischenplatte. Weil, die brauchen wir nicht, die Zwischenplatte. Oder hängt da die Kiste, liegt die Kiste da drauf? Aber ganz ehrlich, ich könnte mir das schon auf jeden Fall, oder wir könnten das auf jeden Fall schon vorstellen, wenn wir hier wissen, was Sache ist auf Madeira, so in anderthalb, zwei Jahren, wie es für uns weitergeht und wir dann wirklich zu 100% sesshaft werden, dann bin ich auch bereit, nochmal schwanger zu werden, wenn dann auch die Gesundheit passt und alles drumherum. Und dann ist der Moritz 3 Jahre und dann ist er auch bereit für den Kindergarten, dann kommt er auch in den Kindergarten, da wo jetzt Pauline und Frieda sind, in die privaten Kita und Schule hier, dann könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Also wenn wir bis dahin noch YouTube machen sollten, werdet ihr wahrscheinlich dann auch noch eine fünfte Schwangerschaft von uns mitbekommen. Und falls es früher passieren sollte, dann werdet ihr es natürlich erfahren. Vielleicht nicht direkt als erstes, aber wir werden euch das natürlich erzählen, weil das kann man ja auch nicht so lange verheimlichen. Nicht, dass ihr mir dann doch was machst du, Mama? Ich? Ich baue einen Boxer. Nicht, dass wir das kaputt machen, ne? Okay. Ich baue einen Tisch auf für Moritz. Okay. Mach. Ja. Freut ihr euch auf den Strand? Ja. Und man darf ja auch nicht vergessen, wir sind schon gesegnet mit 4 wundervollen Kindern. Ne? Wenn es dann nicht so sein sollte und wir sagen nach 3 Jahren, boah, wir genießen das jetzt gerade einfach mal, ein bisschen mehr Freiheit zu haben, weil natürlich alle 4 Kinder auch größer werden. Ne? Guck mal, in 2 Jahren ist Leona schon 12 und sie ist jetzt schon so fast in der Pubertät für mich. Dann ist Pauline schon 8, Frieda ist dann 6, die gehen dann alle schon in die Schule. Moritz fängt dann auch schon an zu quasseln und wird selbstständiger mit 3. Also vielleicht sagen wir dann auch so, nein, es reicht. Und ich finde sowas so weit voraus zu planen, ist immer ein bisschen schwierig, aber wir sind auf jeden Fall für beides offen. 32, 33. Ich wollte zwar immer mit 30 fertig sein, aber wenn man dann mit 33 nochmal ein Baby kriegt, da fangen ja auch die meisten, glaube ich, erst an. Schreibt mal gerne unten in die Kommentare, wie alt ihr wart. Ich finde, das Alter spielt auch gar keine Rolle. Man muss dann halt nur mehr Vorsorgen machen. Achso, und ich habe mich auch hier schon bei der Frauenärztin informiert, wie das ist. Also hier gibt es nicht diese klassischen Hebammen, also nicht hier auf Madeira, sondern das ist immer eine Krankenschwester, die halt dann ja Weiterbildungen gemacht hat in dem Bereich Kinder und Baby und Säuglinge. Muss man halt ins Krankenhaus oder die Frauen kriegen ihr Kind hier alleine, ne, mit Familie auf dem Land. Auch ganz oft. Viele bekommen ihre Kinder hier zu Hause. Da habe ich natürlich auch schon Gedanken gemacht, wie ich das für mich gut finde. Ich würde auf jeden Fall wieder eine Hausgeburt vorziehen. Zusammen mit den Kindern vielleicht auch, weil die dann auch schon alle älter sind. Wenn die Geburt näher rückt, eine Hebamme sich auf Deutschland zu holen. Oder man findet hier jemanden, es gibt hier keine Hebammen so an sich, aber es gibt Doulas. Wie heißen die nochmal? Und mit denen kannst du halt auch in die Geburt gehen. Die sind dann halt selbstständig, diese Frauen. Aber vielleicht habe ich Glück und finde hier auf Madeira eine Hebamme aus Deutschland oder von woanders her, die halt das auch gelernt hat, zu entbinden. Und dann ist es tatsächlich auch so, dass das Baby die portugiesische Staatsbürgerschaft hätte, weil es hier geboren ist. Aber man kann die Deutsche natürlich dazu beantragen. Also aktuell ist es nicht geplant, nach Deutschland zurückzukommen. Aber wer weiß. Wer weiß, was das Schicksal bringt. Und mit dem Gesundheitssystem bin ich jetzt hier sehr zufrieden. Ich fühle das jetzt nicht so, dass ich irgendwie für diese ganzen Untersuchungen und so nach Deutschland kommen müsste. Jetzt muss ich gerade mal checken, ob ich dieses untere Fach hier brauche, diese untere Platte als Ablage für diesen Lego-Tisch oder ob die unnötig ist. Dann kann man nämlich was anderes mit der Platte machen und zwar könnte ich die an die Wand schrauben und dann so ein Motorikbrett draus machen. Habe ich jetzt bei Pinterest gefunden. Ja, die Kiste steht da schon drauf, ne? Kann sein, dass sie zu schwer ist und dann da runterfällt. Die haben jetzt so kleinere Boxen da drin und dieses Mittelfach nicht. Ich lasse es erstmal weg. Ich kann es immer noch anbringen. So wackelig. Ich glaube, ich muss sie nochmal nachziehen hier. So, meine Lieben, den Wickeltisch baue ich, glaube ich, zusammen mit Alex auf. Das ist richtig, richtig schwer, das Teil. Ich glaube, zu zweit klappt das einfach einfacher.
Und ich würde sagen, das machen wir im nächsten Video. Wickeltisch aufbauen und alles einräumen und die Wände hier schön dekorieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, meine Lieben. Lasst mir gerne Kommentare da, schreibt Kommis. Ich freue mich da immer sehr, sehr drüber, in den Austausch mit euch zu gehen. Und ich würde sagen, bis schon bald. Tschüss.